Marke hat DS eine Wiedergeburt gefeiert. Neben einem kompakten und einem SUV haben die Franzosen mit dem DS9 sogar wieder eine Limousine im Programm. Doch die kommt nicht an das Kultauto Citroën DS heran, das der Marke DS ihren Namen gab und von 1955 bis 1975 gebaut wurde. Grund also, unserem Autobildzeichner eine Neuinterpretation der alten Citroën DS zeichnen zu lassen. Altes Design, neuer Elektroantrieb. Die hinteren Räder sind ganz im alten Stile unter den Kotflügeln versteckt. Gut für den CW-Wert. Genauso wie die vorderen Felgen mit dem Citroën-Logo. Ob es die hydropneumatische Federung mit ins 21. Jahrhundert schaffen könnte, wagen wir zu bezweifeln. Aber zumindest die mitlenkenden Scheinwerfer gehören heutzutage ja schon zum guten Ton. Nur diesmal nicht mit Seilzug. Apropos Scheinwerfer, auch die sind ein Mix aus Neuem und Alten. Das kantige Design ist eine Hommage an die alte Scheinwerferform. Das durchgezogene Leuchtenband, welches das Citroën-Logo einrahmt, kennzeichnet die DS als Elektroauto. Sicher ist, mehr Statement als diese Neuauflage der Citroën DS geht kaum.